Heute berichte ich von dem See the Sound Film Festival. Es gibt einen kleinen Rückblick zur letzten Folge und ich habe ganz viele News mitgebracht und es gibt noch einen kleinen Überblick über neue Merchandising-Artikel, die in meine Sammlung reingekommen sind. Ja, das ist Folge 11. Herzlich willkommen und lasst uns keine Zeit verlieren. Viel Spaß! Ich bin wieder unterwegs und zwar heute wieder mal in Köln. Und zwar läuft hier heute im Filmhaus Sonic Fantasy. Das ist ein Film, der handelt über Bruce Rudin. Bruce Rudin war Michael Jacksons Toningenieur, der hat über 30 Jahre lang mit ihm zusammengearbeitet. Und über ihn kam vor kurzem eine Biografie raus. Also die versuche ich mir jetzt anzuschauen, denn ich habe noch keine Karten und ich berichte euch dann nachher, wie es war. Ciao! So wurde der Film am Freitag, am 23.06. hier in Köln im Filmhaus vorgestellt. Hier habe ich die Broschüre See the Sound 2023, also ein jährlich stattfindendes Filmfestival hier in Köln. Und dieses Filmfestival hat das Motto, das Filmfestival vom Soundtrack Cologne. Und es werden ausschließlich Filme gezeigt, die irgendwas mit Musik zu tun haben. Da können zum Beispiel Filme laufen über libanesische Heavy-Metal-Frauen, spanischer Rap vor Gericht, Ikonen des Flamenco, Jazz, Max Roach, Elis Masalias, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, Crimson King, Aktivisten in der Musik und so weiter. Und ein Thema ist eben auch Michael Jacksons Toningenieur, steht hier auf der Broschüre. In der Broschüre ist der Film auch noch mal kurz etwas erklärt. Ich erzähle euch was zu dem Film. Der Film heißt Sonic Fantasy. Der stammt aus dem Jahre 2022. Da hatte der Premiere. Der Film Sonic Fantasy behandelt die Geschichte des Toningenieurs Bruce Rudin. Bruce Rudin hat über 30 Jahre lang mit Michael Jackson zusammengearbeitet an den Alben Thriller, Bad, Dangerous und History. Und er hat letztendlich die Alben abgemischt. Also das ist das, was ein Toningenieur macht, was der genau macht. Ja, also der mixt nochmal die Lieder ab zum Schluss, gibt den Feinschliff und das ist das, was Bruce Rudin gemacht hat. Und es gibt auch ganz viele Aufnahmen, wo man Bruce Rudin im Tonstudio sieht, auch posthum. In den letzten 15 Jahren hat Bruce Rudin auch immer wieder öffentlich oder auf seinen Social Media Accounts über die Zusammenarbeit mit Michael Jackson erzählt. Und 2020 wurde diese Dokumentation über seine Arbeit, über Bruce Rudin, angefangen, diesen Film zu drehen, der dann 2022 Premiere feierte. Bruce Rudin hat die Premiere leider nicht mehr mitbekommen. Er verstarb mit 86. Er ist aber noch in zahlreichen Outtakes in diesem Film zu sehen. Also er erzählt seine Geschichte, wie er die Arbeit empfunden hat. Und so ist er noch maßgeblich an dem Film und in dem Film auch beteiligt. Ja, zu dem Film. Es war auf jeden Fall ein großes Erlebnis, diesen Film auf einer großen Kinoleinwand zu sehen. Das ist immer noch mal was Besonderes als irgendwie zu Hause auf einem kleinen Fernseher oder auf einem Smartphone, den Film in der großen Kinoleinwand zu sehen. Und das Besondere an diesem Film ist, da geht es nicht nur um Bruce Rudin. Eigentlich ist das eine Thriller-Doku. Der gesamte Film Sonic Fantasy, klar, der fängt an, der erzählt ein bisschen die Geschichte, wie Bruce Rudin die Leidenschaft zur Musik bekommen hat. Seine Eltern waren musikalisch begeistert, haben ihn mitgenommen in Theater, in Musikvorführungen, in Jazzvorführungen in Chicago. Und daraus entwickelte sich seine Leidenschaft für Musik. Und dann geht's rüber, wo eigentlich die
Der Übergang ist zur Disco-Ära. Das so Ende der 70er gab es so einen kleinen Kulturkampf in den USA. Die Disco-Sucks-Bewegung, also die Disco ist ja, Scheiße-Bewegung, wenn man das so sagen möchte. Und daraus werden so ein bisschen die Hintergründe aus dieser Bewegung erzählt und dann die Entstehung, wo Bruce Springsteen mit Michael Jackson zusammengearbeitet hatte. Und dann letztendlich dreht sich der Rest des Films nur noch um das Thriller-Album. Das heißt, dieses Album, also dieser Film, erzählt die Geschichte des Thriller-Albums. Und es gibt immer so kleine Rückblenden. Da wird gezeigt, noch, ich weiß es nicht, noch 30 Wochen bis zur Thriller-Veröffentlichung. Und das sind die Probleme. Und jetzt sind es noch 12 Wochen bis zur Thriller-Veröffentlichung. Das sind die Probleme. Jetzt sind noch 6 Wochen. Und anhand dieses Zeitstrahls geht man immer in die Geschichte zurück, wie Bruce Springsteen, aber auch alle anderen Musiker, die damals daran beteiligt waren, an diesem Album gearbeitet haben. Und wenn ich mir, also ich kannte Sonic Fantasy, ich hatte auch schon Ausschnitte auf Social Media gesehen, hier und da wurde ja was geleakt, man kann, glaube ich, auch, wenn man sucht, den kompletten Film online finden. Ich hatte ihn mir aber online noch nicht komplett angeschaut. Was ich nicht wusste, ist, dass dieser Film eigentlich, dass das Thriller-Album eigentlich im Mittelpunkt des kompletten Films steht. Und wenn man so will, ist das eigentlich eine Thriller-Doku. Und wenn man so möchte, ist das die Thriller-40-Doku, die ich, ja, auf die wir alle warten. Sonic Fantasy kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Es ist eine sehr emotionale Dokumentation, denn es kommt nicht nur Bruce Springsteen zu Wort, sondern auch eine ganze Reihe von Musikern, die damals mit Michael Jackson und Bruce Springsteen im Studio gearbeitet hatten. Da ist zum Beispiel Brett Baxter, den wir auch von Michaels Tourneen kennen, Freddie the Man, der früher der Manager von Michael Jackson war, der eben auch aus Manager-Ebene erzählt, wie, dass sie da Druck aufgebaut haben, dass sie das Album haben wollten, die Songs haben wollten, damit sie das endlich veröffentlichen können. Brad Sundberg ist im Film mit dabei, den man auch von den In the Studio with MJ Veranstaltungen kennt. Und Greg Fillinganes, der Keyboarder, noch andere Musiker, Fotografen, also eine ganze Reihe von bekannten Gesichtern, die man kennt, wenn man sich mit, also die Namen, die man schon mal gehört hat, wenn man in der Michael Jackson-Welt unterwegs ist. Und aus der Jackson-Familie ist auch sogar der Neffe, der Sohn von Tito Jackson dabei, der aus der Jackson-Familie die Sicht erzählt, Terrell Jackson, der früher auch bei Sweet Tea mit dabei war und auch Solo-Musik macht und ein ganz tolles Album vor ein paar Jahren veröffentlicht hatte. Und das rundet diese gesamte Doku ab. Also auf jeden Fall volle Punktzahl bekommt Sonic Fantasy. Und wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, kann ich ihn euch nur empfehlen, mal anzuschauen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für das tolle Feedback zur letzten Folge. Storytelling Spezial Michael Jackson in Köln 1996 und Phantasialand. Es gab viele tolle Kommentare, viele Likes und es gab auch, also mittlerweile ist das Video mit den höchsten Abrufzahlen aus der MJ Update Serie. Vielen Dank dafür. Und Totti99 hat in den Kommentaren nochmal bestätigt, wo sich Michael Jackson mit dem Phantasialand-Jet gezeigt hatte. Ich hatte euch ja erzählt, dass das vermutlich am Haupteingang war. Da war es aber nicht. Es war am Brandenburger Tor. Das ist der heutige Kaiserplatz im Phantasialand. Das heißt, Michael Jackson fuhr ja mit dem Phantasialand-Jet nochmal eine Runde durch den Park. Das fand wohl auch nach der Eröffnung der Coloradobahn statt. Und ja, dann hielt der Phantasialand-Jet so, glaube ich, hinter dem Brandenburger Tor. Und da stand natürlich alles voller Fans, die auch irgendwie den Wink bekommen haben, dass sich Michael Jackson dort zeigt. Und Totti99 war dann eher zufällig da, weil er das auch nicht so genau wusste. Er war wohl auch noch mit seinen Freunden irgendwie eine Attraktion besuchen. Und als sie rauskamen, hatten die Glück gehabt, dass genau in diesem Moment der Phantasialand-Jet da hielt. Und dann haben sie auch Michael dort gesehen. Das ging wohl auch so 2-3 Minuten, wie ich das auch schon gesagt hatte. Und ja, vielen Dank Totti99 nochmal für diese Ergänzung. Und wer die Folge noch nicht gesehen hat, ich habe die bestimmt hier irgendwo verlinkt, gerne nochmal reinschauen. Starten wir mit dem neuesten Merch in meiner Sammlung. Was gibt's da Neues? Ich fange mal direkt an mit einer Vinyl, die ich neu habe. Die hatte ich noch nicht in meiner Sammlung.
jedenfalls nicht als 12-Inch-Vinyl. Hier ist die Maybe Tomorrow Jackson 5 Vinyl. Gucken wir mal rein. Ja, die ist zum Aufklappen. Beinhaltet noch das Innenleben von damals. Das ist das Frontcover, Vorder- und Rückseite. Und von innen sieht sie so aus. Ja, es ist das Album von den Jackson 5. Ist erschienen am 12. April 71 und hier wurden die Singles ausgekoppelt Never Can Say Goodbye und Maybe Tomorrow. Genau, das waren die zwei Single-Auskopplungen. Vinyl ist da drin und hier ist noch das Original-Inlay. Und das war damals auch üblich, dass auf diesen Inlays nochmal andere Alben beworben wurden. Da ist jetzt von den Jackson 5 auch das ABC-Album dabei. Andere sehe ich nicht. Und auf der anderen Seite konnte man immer Merchandising-Artikel bestellen. Hier sind zum Beispiel Fotos, Action-Fotos, Membership-Card für wahrscheinlich Motown-Fanclub. Das steht hier gar nicht so genau. Ja, da konnte man in so einem Plattenclub von Motown Mitglied werden. Und hier unten, Entschuldigung, ich war erkältet in den letzten Wochen und ich muss gerade immer wieder husten. Seht's mir bitte nach. Ja, aber speziell Jackson 5 Merchandising kann ich jetzt hier nicht drauf erkennen. Hier konnte man offenbar in einem Motown-Fanclub oder Motown-Plattenclub beitreten. Ja, das ist die neueste Platte in meiner Sammlung. Maybe Tomorrow, Jackson 5. Das war die Vinyl und jetzt gibt es noch ein paar DVDs. Und zwar habe ich hier Michael Jackson Number Ones mit dem Bad Cover. Das ist neu in meiner Sammlung. Diese Fassung hatte ich noch nicht. Und das ist eine Serie von 4 DVDs, denn das Number Ones Album erschien mit 4 unterschiedlichen Covern. Einmal dieses hier, das repräsentiert die Off-the-Wall-Ära. Dann dieses hier, das repräsentiert Billie Jean und die Thriller-Ära, obwohl das eigentlich vom Outfit her würde ich das eher in die History-Ära einstufen. Und wir haben das Cover von der Bad Tour und dieses von der Dangerous Tour oder von der Dangerous-Ära. Und so sind diese 4 Alben oder diese 4 Cover repräsentieren eben diese Number Ones Zeit. Das erschien alles im November 2003, die CDs mit diesen 4 verschiedenen Covern, aber auch die DVDs mit diesen 4 verschiedenen Covern. In den USA ist das mit 1,3 Millionen offiziellen zertifizierten Auszeichnungen verkauft und weltweit wird das sicherlich 2 bis 2,5 Millionen Sales haben. Und für eine Blu-ray ist das oder für eine DVD ist das richtig, richtig gut. Ja, auf jeden Fall, diese hier ist neu in meiner Sammlung. Danach folgt This Is It, den Film, der 2009 nach Michael Jacksons Tod erschienen. Ist ein Kinofilm, eine Dokumentation über die Proben zu seiner This Is It Show, die 2009 starten sollte und in der, bevor Michael Jackson leider starb, die Vorbereitungen stattfanden. Und in diesem Film gibt es 3D-Sequenzen. Zum Beispiel das Smooth Criminal Intro oder der Thriller-Kurzfilm, da wurde eine neue Fassung extra für diese Konzertserie gedreht. Und diese 3D-Elemente gibt es auch auf Blu-ray. Und das hier ist eine 3D-optimierte Version, so dass ich mir jetzt diese 10 Minuten, also einschließlich 10 Minuten 3D-Material, sehen Sie 3D-Segmente, die ursprünglich für die Konzerte geplant waren. Also, wenn ich einen 3D-Fernseher, einen 3D-Blu-ray-Player habe und 3D-Brillen habe, könnte ich mir das jetzt alles in 3D auf dieser Blu-ray anschauen. Das habe ich alles nicht, aber ich habe die Blu-ray. Also sollte ich irgendwann mal ein 3D-optimierte Abspielgeräte haben, könnte ich mir das alles in 3D anschauen, so wie es damals geplant war. Das Ganze ist keine frei verkäufliche Blu-ray. Das ist eine Promo aus Deutschland, nur für Werbezwecke, nicht zum Verleih. Habe ich auf eBay gefunden. Und
das letzte neue Item in meiner Sammlung. Das ist ein Film, der heißt Michael Jackson's Searching for Neverland. Ist ein Biopic, also eine Biografie von Lifetime. Erschien am 30. Mai 2017 und ist auf dem Buch Remember the Times. Die Bodyguards von Michael Jackson erzählen, wie es damals war, als sie zum Ende hin zwischen 2006 bis 2008 ungefähr für Michael Jackson, als er wieder in den USA zurückflog. Er war ja nach dem Prozess 2005 anderthalb Jahre in der Welt unterwegs und kam dann ungefähr 2007 wieder zurück in die USA. Und dort haben die Bodyguards ihn über 2 Jahre sozusagen begleitet. Und diese Bodyguards haben ja dieses Buch geschrieben, Remember the Times, die Bodyguards von Michael Jackson erzählen, wie die Zusammenarbeit mit Michael Jackson war. Und auf dieses Buch gibt es auch auf Deutsch. Und dieses Buch wurde von Lifetime im Rahmen dieser Doku, oder das ist keine Doku, das ist ein richtiger Spielfilm, nacherzählt. Und die Rolle des Michael nimmt hier der Darsteller Navi. Das ist ein Michael Jackson Impressionator, also jemand, der Michael Jackson nachmacht, der auch auf Shows gegeben hat, der auch bekannt ist, also viele kennen den. Navi hat hier seine erste Rolle in einem Spielfilm und das macht er auch ganz gut. Und der Film ist auf jeden Fall sehr emotional und auch sehr empfehlenswert, weil der sehr authentisch auch die Geschichte nacherzählt, wie Michael Jackson nach dem Prozess wieder in die USA zurückkam und wie dort eben das Leben für ihn war. Und der Film hat sehr viele dramatische Momente, weil er eben halt, man merkt, dass es mit dem Management was nicht stimmt. Die Bodyguards, die werden eigentlich nicht bezahlt oder nur sehr spärlich bezahlt. Irgendwann hören die Zahlungen auf. Da merkt man im Hintergrund, da brodelt es, Machtkämpfe zwischen Managern. Dann auch die finanzielle Situation von Michael Jackson wird beleuchtet. Michael Jackson, wie er versucht, seine Familie fernzuhalten von den Medien, von der Presse. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr emotionaler Film, den es aber nur auf Englisch gibt. Eine deutsche Synchronfassung gibt es noch nicht. Und in Deutschland lief der auch noch nirgendwo. Das heißt, er ist auch nicht zu finden auf Netflix und Co. Vielleicht auf Amazon Prime, wenn man den kauft, digital kauft, aber immer in der Originalfassung. Ja, und damit haben wir die Merchandising-Ecke erledigt. Also, hier gibt es den News-Überblick. Wir fangen an mit einer neuen Meldung aus Shanghai. Da wurde nämlich gerade jetzt am letzten Wochenende, also 24.06., glaube ich, am Samstag war es, eine neue Michael Jackson-Statue präsentiert. In Shanghai, Qin Shang, der auf Twitter sehr aktiv ist, hat ganz viele Videos dazu geschickt, wie diese Statue enthüllt wurde. Und dafür wurde tatsächlich der Michael Jackson Teaser verwendet. Also diese, als das History-Album veröffentlicht wurde, gab es ja diesen Werbefilm zum History-Album, wo diese verkleidete große Statue ist und Helikopter fliegen da rum. Unten Menschenmassen, die am Jubeln sind und dann drückt jemand auf den Knopf und diese Statue wird enthüllt und dann fliegt da noch ein Helikopter durch die Beine von Michael Jackson. Also ein Riesenspektakel und mit so einem Aufwand wurde in Shanghai eine riesige, halt auch schon so eine, weiß ich nicht, 2 Meter große Statue eingeweiht. Und das sah richtig beeindruckend aus und da war auch richtig viel los, das wurde richtig gefeiert. Da hätte man doch mal wirklich Lust, nach Shanghai zu reisen. Als nächstes habe ich ein neues Merchandising und zwar in den letzten Monaten wurde bekannt gegeben, dass es neue Funko Pop Figuren gibt. Das sind diese kleinen Figuren, Spielzeugfiguren, so sehen die aus, die aber bei Sammlern sehr beliebt sind. Und da gibt es jetzt insgesamt 3 neue mit Michael Jackson thematisierte Figuren. Einmal eine Smooth Criminal Figur und eine Bad Figur mit einem Display. Es gibt auch so extra Figuren, die etwas größer sind oder die in einem größeren Karton sind, wo im Hintergrund das Albumcover ist. Und die Figur, die Funko Pop Figur, die ist im Design des Albums. Und da erschien eine von dem Bad-Album. Das ging aber schon im Mai in den Verkauf. Und ich habe nochmal nachgeschaut, diese beiden Smooth Criminal und die Bad-Figuren, die sind schon
vergriffen. Also ich habe jetzt nirgendwo mehr gefunden, dass man die bestellen kann. Vielleicht, wenn die offiziell in den Verkauf geht, dass man in den Shops die noch findet. Das soll Ende August in den offiziellen den Verkauf gehen. Ich glaube, 28. August ist der Versandtermin. Und da müsstet ihr Ende August einfach nochmal, also um Michael Jacksons Geburtstag herum, nochmal draufschauen. Und jetzt ganz aktuell ist noch eine dritte Figur in den Verkauf gegangen. Und zwar das Thriller-Album, also die Thriller-Figur mit dem Display des Albums auch wieder dahinter. Da habe ich jetzt Widersprüchliches gehört. In einigen Posts stand, dass man das schon bestellen kann, auf Amazon zum Beispiel. Ich habe es aber nicht gefunden. Und auch auf der offiziellen Funko Pop-Seite, da ist die Figur schon gelistet, aber man kann sie noch nicht bestellen. Also da steht dann irgendwie demnächst bestellbar. Dann gab es eine ganze Reihe von Fan-Events. Es gab und es kommen jetzt ganz viele. Und da ist es auch so ein bisschen schwierig, gerade den Überblick zu behalten. Was findet statt? Wo findet was statt? Wer ist der Organisator? Wer steckt dahinter? Ich versuche das einfach mal kurz zusammenzufassen. Ich starte einfach mal mit dem MJ Musical, also das große Michael Jackson Musical, das offizielle Michael Jackson Musical, das ja jetzt schon seit über einem Jahr in New York am Broadway läuft, das da auch schon Tonys gewonnen hat für den besten Darsteller, Miles Frost zum Beispiel, der den Michael spielt. Drei Tonys hat das Musical gewonnen letztes Jahr, oder was, dieses Jahr? Ja, also auf jeden Fall auf den letzten Tony Awards. Und dieses MJ-Musical kommt ab nächstes Jahr März, ab März 2024, ist das in London am West End. Und wird dort ein regelmäßiges Dauermusical. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Wenn ihr Interesse habt, das MJ-Musical zu sehen, mit Miles Frost, das heißt den Tony Award-Winner Michael Jackson, wird in London zurückkehren in das Musical. In New York gibt es ja jetzt einen anderen Darsteller. Und in den USA ist das MJ-Musical auch zusätzlich auf Tour. Da spielt in Chicago und ich glaube in anderen Städten ist auch geplant, dass das MJ-Musical aufgeführt wird. So gibt es jetzt drei verschiedene Versionen. Einmal das Broadway, die Tour in den USA und wir haben das Dauermusical in London. Also daran sieht man, es ist ein massiv erfolgreiches Musical. Und ich beobachte auch immer die Platzierungen in den USA. Am Broadway laufen immer so 20 bis 30 Musicals in den großen Häusern. Also sind schon eine richtige Menge am Broadway, die da aufgeführt wird. Und das MJ-Musical ist immer in den Top 5. Also es ist ja nicht das größte Theater. Ich glaube, das vom König der Löwen, das spielt noch in einem größeren Theater. Daher hat das auch mehr Kapazität und verkauft mehr Tickets. Aber das MJ-Musical ist immer irgendwie auf Platz 5, 6, 4. Also in dieser Spanne bewegt sich das und gehört halt immer jede Woche zu den erfolgreichsten, zu den einnahmenträchtigsten Musicals. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass das in London auch so erfolgreich wird. Und ja, ich habe mir dafür sogar Karten geholt und werde das nächstes Jahr dann auch endlich live sehen. Bin da sehr gespannt drauf. Bleiben wir in London. In London findet nämlich dieses Jahr am 28. und 29. Oktober die Kingvention statt. Das ist sozusagen eine Michael Jackson Messe, wo es Ausstellungen gibt zum Thema Michael Jackson. Da sind aber auch Verkaufsstände, wo offizieller Michael Jackson Merchandising verkauft wird. Und dort werden so Shows abgehalten, Reden abgehalten von Menschen, die mal mit Michael Jackson zusammengearbeitet haben. Und so sind dieses Jahr Nicholas Pike dort, der hat diesen Ghosts und You Rock My World Score geschrieben. Es gibt ja einmal die offiziellen Lieder, aber es gibt auch die Filmmusik. Das heißt, wenn ein Film so instrumentale Musik kommt und das kommt in Ghosts, in diesen Film Ghosts von Michael Jackson und in dem Song You Rock My World, da gibt es ja auch so diese klassische Filmmusik, die hat er komponiert. Und der Director von dem History Teaser, Rupert Wainwright heißt er, wenn ich ihn richtig ausspreche, der hat den History Teaser gedreht damals in Budapest, in Ungarn, als Michael Jackson mit Lisa Marie in Ungarn war und diesen Teaser gedreht haben mit diesem Militärgang, also diesen Werbefilm, den ich eben schon angesprochen hatte, als die Statue in Shanghai entblößt wurde. Und
Er hat diesen Film mit Michael Jackson gedreht und die beiden sind bisher angekündigt, vor Ort zu sein und die werden sicherlich auch darüber erzählen, wie die Zusammenarbeit damals mit Michael war. Einmal für den Ghosts-Film, für das You Rock My World-Video, aber auch für die Dreharbeiten für diesen Teaser. Tickets gibt es online auf kingvention.com. Ich mache die Links auch hier rein. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Pakete. Man kann das ganze Wochenende buchen. Es gibt Tagestickets. Es findet abends noch eine Party statt. Auch die kann man sich alleine buchen. Es gibt Ausstellungen, die man besuchen kann. Auch dafür gibt es Einzeltickets. Also man kann ganz unterschiedliche Pakete sich buchen. Und online sind die Tickets zu bestellen. In Österreich, in Graz, da gibt es auch ein Michael Jackson Event und zwar das MJ Weekend. Das ist eine Woche vor der Kingvention am 20. bis 22.10. Und ja, wer da Interesse hat, auch gerne mal die Internetseite vom MJ Weekend sichten und ja, und dann könnt ihr euch dafür entsprechend auch Karten bestellen. Da sind auch sehr viele Aktivitäten geplant, eine Party, Zusammenkünfte und ist sicherlich auch ein tolles Event. Und vor kurzem fand in Köln das History Reloaded Charity Event statt, organisiert vom MJ Events Germany Verein oder Organisatoren, die sind auf jeden Fall der Veranstalter davon. Und das alles, was ich dazu gehört habe, ist, dass das Event wohl auch sehr gut war. Ich war selbst nicht vor Ort. Ich kämpfe jetzt seit ein paar Wochen mit einer Erkältung, deshalb konnte ich da leider nicht hin. Ich habe aber im MJ-Podcast, den deutschen Michael Jackson-Podcast, ein kurzes Feedback von Jenny und Matthias gehört, die dort waren und auch berichtet haben, dass es super war. Sie waren, glaube ich, abends auf der Party und tagsüber haben ja diese Tanzworkshops stattgefunden mit Stacey Walker und ein Q&A-Runde, Fragen-Antwort-Runde mit Stacey Walker und Travis Payne wurde zugeschaltet per Zoom-Konferenz und Jenny und Matthias berichten auf jeden Fall im Podcast, dass das ein super Event war. Wer sich das nochmal anhören möchte, ich verlinke euch auch den passenden Podcast hier rein. Ja, kommen wir jetzt rüber zu den inhaltlichen News. Und da gibt es ein Update vom Michael Jackson Estate und Catherine Jackson. Das ist ja in den letzten News immer wieder Thema gewesen, dass es oft wohl so sein soll, dass der Michael Jackson Estate versucht, den MJack oder den MyJack Musikkatalog, den Michael Jackson Musikkatalog an Sony zu verkaufen. Also der steht zum Verkauf. Da sind die gesamten Michael Jackson Songs drin, die Rechte dafür, aber auch noch ein paar andere Songs von anderen Künstlern sind in diesem Katalog mit drin. Und es heißt, dass der Michael Jackson Estate diesen Katalog verkaufen möchte. Das wurde aber noch nicht bestätigt. Catherine Jackson hat auf jeden Fall auch gerichtlich Einspruch dagegen erhoben und damit sind diese Auseinandersetzungen, weswegen das in den letzten Wochen auch immer wieder zurückgestellt wurde, da hat man jetzt schon länger nichts mehr gehört. Der letzte Stand ist aber, dass das Gericht von Los Angeles hat den Einspruch von Catherine Jackson abgewiesen. Somit ist jetzt die Bahn frei, dass der Michael Jackson Estate machen kann, was er möchte, was auch immer die vorhaben. Also man vermutet ja, dass es der Verkauf des Katalogs ist. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Auf jeden Fall hat der Michael Jackson Estate jetzt freie Hand, seine geschäftlichen Aktivitäten so fortzusetzen, wie sie es wollen. Was ich sehr schade finde, dass die Jackson-Familie hier wieder mal nicht gehört wurde und der Michael Jackson Estate hier wieder einfach das macht, was er machen möchte. Dann gab es eine Auktion vom Julian Auctions, ich glaube in New York, da muss ich jetzt ja nochmal nachschauen. Das war am 19. und 20. Mai. Da wurden zum Beispiel signierte US-Magazine von Michael Jackson, gingen in den Verkauf, ein American Music Award vom November 2009, den Michael Jackson posthum bekommen hat, ging in den Verkauf, in die Auktion. Verschiedene Tourjacken und weitere Bekleidungen wurden verkauft. Also es gab wieder so eine ganze Reihe von Michael Jackson-Devotionalien, die offiziell verkauft wurden. Auch hier, ich bin auch jemand, der das sehr schade findet, dass immer wieder solche Sachen in den Verkauf gehen.
Warum gehen sie nicht in den Besitz des Nachlasses? Warum macht man daraus kein Museum oder Ausstellung? Warum wird das nicht für sowas verwendet? Das heißt, es gehen immer wieder offizielle Michael Jackson-Devotionalien, die er mal getragen hat, die er mal besessen hat, irgendwo in den Auktionshäusern in den Verkauf. Dieses Julian Auctions Kaufhaus, das ist schon ein gutes Kaufhaus. Man kann da schon ziemlich sicher sein, dass das alles mit guten, also richtig abläuft. Aber trotzdem würde ich es schöner finden, wenn diese ganzen Bekleidungsstücke irgendwo zusammen sich finden und in eine offizielle Michael Jackson-Ausstellung gebracht werden. Aber gut, das steht nicht in unserer Macht. Der Schauspieler Alfonso Ribeiro hat sich an eine Geschichte erinnert aus den 80ern. Und zwar im Lincoln Center wurde quasi der Pepsi-Werbespot damals vorgestellt. In New York, und Alfonso Ribeiro, den kennt man aus dem Pepsi-Werbespot selbst. Da ist er der Junge, der diese Cola-Dose hat, und dann kommt Michael im Hintergrund und dann tanzen die da zusammen. Und er war damals bei dieser Premiere, als das im Lincoln Center vorgeführt wurde, und Michael Jackson war auch dort. Und er erinnert sich an einer Situation, dass Michael ganz aufgelöst ankam und gesagt hat, oh Mist, mir ist der Handschuh in die Toilette gefallen. Also sein wertvoller Handschuh mit Diamanten und mit einem Pailletten besetzter Handschuh ging in die Toilette. Und Alfonso erzählt halt, dass Michael ihn einfach aus der Toilette genommen hat, angezogen hat. Er stand kurz vor der Aufführung und dann ist er einfach hingegangen und hat sich mit diesem Handschuh aus der Toilette den 1000 Fans gezeigt. Und Alfonso fand das ziemlich witzig, die ganze Geschichte, so hat er sich zurückerinnert, und hat halt nur gehofft, ja, hoffentlich muss er niemandem die Hand geben, so sinngemäß. Dann gab es wieder eine Filmmeldung. Also es ist ja bekannt, dass Michael Jackson immer wieder das Filmgeschäft gesucht hat. Also ich habe schon mal erzählt, dass sich eine damalige Mitarbeiterin aus Edward mit den Scherenhänden zurückerinnert hatte, dass Michael Jackson Tim Burton immer wieder gestalkt hatte, dass er Interesse hätte an Edward, die Rolle zu spielen. Und jetzt vor kurzem gab es die Meldung wieder von Joel Schumacher, erzählte der Chicago Sun, dass Michael Jackson damals sich für die Rolle des The Riddler in Batman Forever empfohlen hat. Das heißt, er hatte Interesse gehabt, diese Rolle zu übernehmen. Letztendlich hat er ja Jim Carrey übernommen, der auch gute Kritiken für diese Rolle bekommen hatte damals. Aber Michael hatte eben auch Interesse an dieser Rolle. Was wieder auch ein sehr schade ist, dass Michael Jackson ja sich im Laufe der Jahre, das kommt jetzt auch raus, immer wieder offiziell an große Rollen auch herangewagt hätte, hat aber nie die Möglichkeit bekommen. Deshalb ist es da auch wirklich nur bei ein paar wenigen Filmauftritten geblieben. In den 70ern The Wiz, Man in Black 2 mit einer kurzen Rolle und dann eben seine eigenen Musikvideos. Und an der Stelle noch einen kurzen Überblick über die Jackson-Familie. Was gibt es da Neues? Einmal sind die Jacksons wieder auf Tour. Auch da gab es in der Vergangenheit Tourabsagen Anfang des Jahres. Ich berichtete darüber. Die Jacksons haben sich jetzt zu dritt wieder zusammengefunden. Jackie, Marlon und Tito Jackson touren jetzt gerade ganz aktuell in England für ein paar Konzerte. Aber sie geben jetzt in den nächsten Tagen auch in Frankreich sogar ein Benefizkonzert. Und damit ist da wohl wieder alle Gerüchte, dass da jemand schwer erkrankt ist, aus dem Weg geräumt. Jermaine war ja schon länger aus der Jacksons Band raus. Und auch Randy ist auch schon länger raus. Und Jackie, Marlon und Tito machen das gerade zu dritt weiter. Also gute Nachricht. Wer irgendwo unterwegs ist, kann gerne nochmal recherchieren. Und da hat man aktuell die Möglichkeit, die Jacksons auch in Europa zu sehen. Es sind aber nicht viele Konzerte. Es waren, glaube ich, in England oder Schottland 2 Konzerte und jetzt 1 in Frankreich. Damit wären wir, glaube ich, auch schon durch. 3 Konzerte sind da auf jeden Fall geplant. Wo wir bei Konzerten sind, Janet Jackson hat gerade ihre Nordamerika-Tour beendet. Insgesamt 38 Nordamerika-Konzerte, die auch alle ausverkauft waren. Es war ein Riesenerfolg, also große Hallen hat sie gefüllt. Viele Nachrichten oder viele Pressemeldungen sprechen von Queen of Pop oder sie verteidigt ihren Titel. Ja, es gibt mehrere Queen of Pops, Madonna, Whitney Houston, Janet Jackson, Mariah Carey. Die sind alle sehr erfolgreich, ich finde die alle gut.
Und Janet Jackson hat jetzt verdientermaßen ihre Nordamerika mit einem Kanada-Konzert und 37 US-Konzerte beendet. Und das letzte Konzert hat sie mit den Sätzen beendet: dieser Abschnitt ist beendet, diese Leg ist beendet. Und Leg ist ja eigentlich im amerikanischen oder im englischen ein Begriff dafür, dass eine Leg, dann folgt auch eine zweite Leg. Und bisher gibt es nur diese erste Leg der Nordamerika-Tour. Und jetzt haben natürlich alle aufgehorcht und gesagt, ui, da gibt es jetzt bestimmt noch eine zweite Leg. Und hoffen wir mal, ich drücke die Daumen, dass Janet Jackson eine zweite Leg auch hier in Europa macht und vielleicht auch nach Deutschland kommt, Österreich und Schweiz, vielleicht auch Holland, Belgien, UK, Frankreich. Also ich drücke da auf jeden Fall die Daumen, dass Janet nochmal zu uns kommt und ihre Tour von 2000, wann war das, 16, 17, nachholt. Weil damals hat sie ja alle Konzerte, sie hatte ja die Unbreakable Tour durch Europa geplant. Und weil sie da schwanger wurde in der Zeit mit 50, und das natürlich auch eine Risikoschwangerschaft ist, hat sie gesagt, stopp, ich ziehe die Reißleine, alle Konzerte werden abgesagt, ich will mich um mein Kind kümmern, um meine Schwangerschaft kümmern und kein Risiko eingehen. Verständlicherweise hat sie damals die komplette Tour abgesagt, da hatte ich damals Tickets für. Und jetzt wartet man natürlich schon seit Jahren, jetzt seit über 5 Jahren, Corona, genau, vor Corona hieß es auch, es gibt ein neues Projekt, das Black Diamond Projekt, das sollte auch eine Tour, ein Album, auf das Album wartet man immer noch, wenn es denn eins hätte werden sollen. Also drücken wir mal die Daumen, dass es eine nächste Leg gibt, dass Janet nach Europa kommt und vielleicht auch ein neues Album in absehbarer Zeit erscheint. Und der Michael Jackson-Neffe TJ Jackson, auch Mitglied Sweet Tea und Bruder von Terrell Jackson, den ich eben schon erwähnt habe. Er hat gerade ein neues Lied veröffentlicht, Saturday Night, ist auf allen Plattformen R&B, zu hören, ist ein schöner R&B-Song, ein Sommersong, richtig gut anzuhören und ja, hört mal rein, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, der ist richtig gut. Ja, und zum Abschluss müssen wir nochmal an Michael gedenken. Gestern hatten wir den 25. Juni, heute an dem Montag zeichne ich diese Folge auf und das ist der 14. Jahrestag von Michael Jackson, als er starb. Das heißt, unter dem Hashtag 14 Years Without Michael Jackson trendete gestern am 25.06. auf sämtlichen Plattformen Michael Jackson. Und es ist auch jedes Jahr immer wieder schön zu sehen, dass es doch sehr viele Menschen gibt, die jedes Jahr unter dem Hashtag sich erinnern. Und in Gedenken an Michael Jackson, in diesem Sinne verabschiede ich mich von dieser Folge. Folgt mir gerne, gerne liken, stellt Fragen, kommentiert gerne und beim nächsten Mal MJ Update Folge 12 bin ich wieder bei euch. Macht's gut, tschüss.